Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8, zweite Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der SPD, Gesetz zur Modernisierung der Lehrkräftebildung in Hessen. Berichterstatter ist der Kollege Daniel May. Ja, ich darf Ihnen Bericht erstatten. Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Stimmverhältnis CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD gegen SPD, Enthaltung Freie Demokraten und Partei DIE LINKE. Vielen Dank für die Berichterstattung. Erste Wortmeldung ist der Kollege Degen, SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine Anzuhörende aus dem Bereich der Schulträger hat formuliert in der durchgeführten Anhörung, der Schulalltag bildet zunehmend auch die veränderten Lebensverhältnisse ab und ist ein anderer als vor Jahrzehnten. Wir treten stark dafür ein, dass sich diese veränderten Lebensverhältnisse insbesondere schon während der Lehrerausbildung in den Köpfen der künftigen Lehrerschaft abbilden. Zutreffender kann man es kaum sagen, denn unser Gesetzentwurf sieht vor eine verbindliche Verankerung von inklusiven Grundkompetenzen für alle Lehrämter, ausdrücklich eben ohne die spezialisierte Förderpädagogik damit zu ersetzen, sondern eben sie zu ergänzen, indem alle Lehrkräfte ein Stück weit qualifiziert sind für inklusive Beschulung. Der Gesetzentwurf zeichnet sich aus durch eine stärkere Verankerung von demokratischer Mitbestimmung und eben Demokratiebildung. Es geht um individuelle Förderung in multiprofessionellen Teams, um ganztägige Schulung, auf die Lehrkräfte heute vorbereitet werden müssen, um die Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien mit auch dem Fach Deutsch als Zweitsprache in allen Lehrämtern, um mehr Berufs- und Lebensweltorientierung mit dem Fach Arbeitslehrer auch im gymnasialen Bildungsgang, was ausdrücklich von ganz vielen Vertreterinnen und Vertretern auch des Wirtschaftsbereichs positiv hervorgehoben wurde. Es geht um Digitalisierung und Jugendmedienschutz, anknüpfend an den Digitalpakt und um Bildung für nachhaltige Entwicklung und vieles andere, was heutzutage auf der Höhe der Zeit ist, wo unsere Lehrerinnen und Lehrer aber noch nicht ordentlich darauf vorbereitet werden. Das wollen wir ändern, und das wurde von ganz vielen auch gut geheißen, meine Damen und Herren. Hier besteht dringender Nachholbedarf. Unser Gesetzentwurf steht für eine Lehrerbildung auf der Höhe der Zeit, meine Damen und Herren. 10 Semester für alle Lehramtsstudiengänge, denn all das, was ich eben beschrieben habe und eben gut geheißen wurde, lässt sich nicht in der bisherigen Studienzeit verankern, umsetzen. Dementsprechend auch hier gab es sehr viel Zustimmung für eine Verlängerung der Dauer der Studiengänge. Damit verbunden ist auch, das ergibt sich aus meiner Sicht, eine Aufwertung des Grundschullehramtes, weil es eben dann entsprechend von der Dauer genauso lange dauern würde wie die anderen und auch entsprechend bezahlt werden würde. Ich glaube, das A13 für alle, das ergibt sich nicht direkt aus dem Gesetzentwurf, aber mittelbar auch wesentlich ist und auch sehr, sehr viel Rückenwind in der Annäherung erfahren hat, meine Damen und Herren. Übrigens, anknüpfend an die Debatte heute Morgen, will ich noch einmal sagen, das wäre auch ein wichtiger Punkt, um die Attraktivität der Weiterbildungsprogramme, die wir haben, für Lehrämter wie Hauptrealschullehramt, Gymnasiallehramt, um in den Grundschulbereich zu wechseln, das viel attraktiver machen würde, ähnlich wie es die GRÜNEN NRW fordern, die genau das sagen, dass mit A13 auch für die Grundschule nämlich dann auch deutlich mehr Rückenwind wäre für solche Weiterqualifizierungsprogramme. Meine Damen und Herren, große Zustimmung fand auch die Frage der Bezeichnung von Lehrämtern. Auch da ist eine dringende Anpassung an die Realität notwendig. Lehramt für Förderpädagogik sagen wir anstatt Lehramt an Förderschulen. Inzwischen unterrichten viel mehr Förderpädagogen in der Inklusion. Und genauso auch die Anpassung der überhaupt förderpädagogischen Fachrichtungen. Ich sage nur praktisch bildbare Erziehungshilfe. All das gibt es an unseren Schulen seit 8 Jahren nicht mehr. Das heißt anders. Auch hier ist dringender Nachholbedarf, um wirklich deutlich zu machen, dass wir eine Lehrerbildung auf der Höhe der Zeit wollen, meine Damen und Herren. Viel Zustimmung gab es auch für
das Vorhaben, die Lehrkräftefortbildung massiv auszubauen. Denn klar ist, all das, was wir jetzt hier gerade besprechen, geht neue Lehrkräfte an, angehende Lehrkräfte. Und es gibt auch einen großen Nachholbedarf, weshalb wir dringend mehr Fortbildung entsprechend brauchen. Und ebenso wurde sehr positiv hervorgehoben, dass wir mit der Neugestaltung der zweiten Phase, indem wir da mehr Kontinuität schaffen, mehr bewertungsfreie Abschnitte, auch hier gab es, glaube ich, kaum oder keine kritischen Worte, meine Damen und Herren. Keine Einigkeit, auch das will ich ansprechen, gab es bei zwei Themen in der Anhörung. Das eine ist die Frage der Studienstruktur. Wir sprechen uns für ein gestuftes Modell aus, weil es eben doch hilft, die eigene Eignungsüberprüfung der Studierenden besser zu unterstützen, sie die Durchlässigkeit innerhalb der Lehrämter erhöht, um eben gerade auch einen Wechsel von einem Lehramt zum anderen zu erleichtern, gerade vor dem Hintergrund des Lehrermangels und der höheren Flexibilität, die wir da brauchen, genauso aber auch, um Menschen, die andere Studiengänge studieren oder absolviert haben, einen leichteren Einstieg eben in das Lehramt mit einem qualifizierten Quereinstieg zu schaffen. All das sind Maßnahmen, die da schon auch bekräftigt wurden. Die Kritik allerdings, die erhoben wurde, dass beim Berufsschullehramt, das schon längst als gestufter Studiengang organisiert ist in Hessen, dass das hier auch nicht helfen würde gegen den Lehrermangel, muss ich sagen. Erstens mal ist da die Konkurrenzsituation viel höher, weil einfach die Unternehmen ganz andere Angebote machen können und Menschen auch abwerben aus dem Lehramt. Und zweitens ist das Berufsschullehramt das einzige, wo es gar nicht genug Bewerberinnen und Bewerber gibt für das Lehramt. Das ist bei den anderen anders. Und deswegen halte ich diese Kritik für nicht gerechtfertigt, und wir halten an dem gestuften Modell eben fest, meine Damen und Herren. Es würde wirklich helfen, um den Lehrermangel doch schneller zu beheben. Auch kritisch gesehen war die Frage, wie die Praxisphase gestaltet werden soll. Im Augenblick ist das ja noch als Modellversuch im Gesetz verankert, das sogenannte Praxissemester. Unser Vorhaben zeichnet sich dadurch aus, diese Praxisphase vom Anfang des Studiums, wo zu viele Dinge zusammenkommen, eben mehr in die letzte Studienphase zu verlagern. Ganz einfache, simple Begründung kann man im Grunde sagen. Auch ein Arzt, der sein praktisches Jahr macht, der macht das nicht am Anfang, den lässt man nicht am Anfang auf die Patienten los, sondern eben dann, wenn er gewisse Grundkenntnisse, eine gewisse Grundqualifikation auch schon hinter sich hat. Und ähnlich muss es gelten für die Lehrerausbildung, weil hier wir schon der Meinung sind, dass das später besser liegt. Jetzt ist es so, diese Kritik nehme ich ernst, dass in der Anhörung doch mehrfach geäußert wurde, warum macht ihr das jetzt schon? Es ist ja so, dass es eine Evaluation gibt zum Praxissemester. Es gibt auch schon viele Zwischenevaluationen, die ich zugegebenermaßen kenne, obwohl sie nicht veröffentlicht wurden, die genau das so sehen, wie es die SPD-Fraktion vorschlägt, aber eben nicht offiziell, sodass ich sage, ich kann zumindest diese Bedenken verstehen, habe einen Vorschlag, wie wir das auflösen können, Herr Kultusminister, weil in der Anhörung wurde ja deutlich, dass der Abschlussbericht der Evaluationsgruppe Praxissemester der Landesregierung am 30.09., also in 5 Tagen, übergeben wird. Dementsprechend macht das aus meiner Sicht Sinn, und das fordere ich hiermit ein, dass wir einfach eine dritte Lesung des Gesetzentwurfs im Oktober machen, damit dann einfach, Herr Kultusminister, Sie uns von diesem Abschlussbericht zur Evolutionsgruppe des Praxissemesters berichten können, damit wir nicht auf Vermutungen basierend uns dazu äußern, sondern eben wirklich eine fundierte Grundlage haben, um zu beurteilen, ob der SPD-Vorschlag angemessen ist oder nicht, meine Damen und Herren. Kollege Degen, ich muss zum Schluss kommen. Es ist dringend an der Zeit, dass die Lehrerbildung in Hessen reformiert wird, meine Damen und Herren. CDU und GRÜNE haben das in der letzten Wahlperiode nicht angepackt. Versprechen, es jetzt zu tun, darauf will ich mich nicht verlassen. Ich werbe weiterhin für diesen Gesetzentwurf, möchte aber erst noch diese Evaluation abwarten. Ich bedanke mich soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Christoph Degen. Das Wort hat der Abg. Dr. Grobe, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Bereits in der ersten Lesung hatten wir darauf hingewiesen, dass die Novellierung des Lehrkräfteausbildungsgesetzes nicht nur die Schwerpunkte falsch setzt, sondern auch untaugliche Lösungen für die hausgemachten Probleme der hessischen Lehrerausbildung liefert. Und dass wir mit unserer Beurteilung recht hatten, zeigte die mündliche Anhörung sehr deutlich.
So befürchtet etwa der Deutsche Lehrerverband Hessen, dass mit diesem Gesetzentwurf ein Schritt in Richtung, Zitat, Vereinheitlichung der Lehrkräftebildung hin zum Einheitslehrer vollzogen wird. Diesen Irrweg sozialistischer Ideen von Einheitsschule und Einheitslehrer lehnen wir strikt ab. Ich frage Sie, werte Genossinnen und Genossen, möchten Sie etwa die DDR durch die Hintertür Schule wieder aufleben lassen? Und das vor dem Hintergrund, dass wir in diesem Jahr zum 30. Mal den Fall der Berliner Mauer feiern? Sehr geehrte Damen und Herren, der Deutsche Lehrerverband Hessen spricht sich des Weiteren für das Fortbestehen der Förderschulen aus, da hier, Zitat, für spezifische Lehrbedarfe ausgebildet wird. Zitat Ende. Auch meine Fraktion hatte bereits darauf hingewiesen, dass ohne äußere Not weiterhin die Axt an das bewährte Förderschulsystem angelegt wird. Damit fördern Sie weder die bildungshungrigen noch die zu inkludierenden Schüler. Vielmehr schwächen Sie beide Gruppen und überfrachten zugleich die Lehrkräfte mit immer neuen Aufgaben. Gerade der Umgang mit förderbedürftigen Kindern setzt viel Empathie und spezifisches Wissen voraus. Wir halten es daher für unverantwortlich, Schüler, die eine bessere, besonders stabile Beziehung zur Lehrkraft benötigen, einer Person anzuvertrauen, die lediglich einen Kurs zur Förderpädagogik belegt hatte. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die von Ihnen allen hier entweder verursachte oder zumindest mitgetragene Massenimmigration die erwähnten Probleme deutlich verschärft hat. Denn die politisch gewollte, jedoch nicht leistbare Integration derart vieler kulturfremder und bildungsferner Schüler überfordert erstens die Lehrkräfte und setzt zweitens die übrigen Schüler sprichwörtlich auf die letzte Bank. Lassen Sie mich nun zu den von Ihnen zu beabsichtigten Abschlüssen Bachelor und Master für das gestufte Lehramtsstudium kommen. Sie sind hier auf dem Holzweg, wenn Sie meinen, hierdurch könnte der Lehrermangel behoben werden. Denn die Universität Marburg weist zu Recht darauf hin, dass, Zitat, im Bachelorstudium relativ wenig Raum für pädagogische Qualifikationen bleiben, die für das Berufsspektrum qualifizieren. Zitat Ende. Die Hessische Lehrerkräfteakademie argumentiert ähnlich. Demnach verstärkt die beabsichtigte Polyvalenz die Problematik, sodass Bachelor- und Masterstudenten, Zitat, am Ende nicht mehr als Lehrkräfte für Schulen zu gewinnen seien. Zitat Ende. Wünschenswert wäre es vielmehr, wenn die Eignungsentscheidung bereits viel früher einsetzen würde, etwa während eines einzurichtenden Eignungssemesters, z.B. gegen Ende des Grundstudiums. Kommen wir nun zu dem großen Teil an Quereinsteigern, die unseres Erachtens nicht immer die erforderliche fachliche Befähigung für das Lehramt besitzen. Diese Sicht wird von der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an den beruflichen Schulen geteilt. Danach fehlen vielen Quereinsteigern im Vorbereitungsdienst, Zitat, elementare berufspädagogische Kompetenzen, Zitat Ende. Wie sieht es mit dem vom Gesetzentwurf zu erwartenden Mehrkosten aus? Hier zeigt sich erneut, dass Sozialdemokraten mit Geld nicht umgehen können. Das Geld der Steuerzahler wird zum Fenster hinausgeworfen. Dabei hätten Sie wissen müssen, dass die Vereinheitlichung aller Lehrämter enorme Kosten verursachen. Der Gesamtverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen hat die zusätzlichen Kosten eruiert. Die Erhöhung der Studiendauer würde zu Mehrkosten von 18 Millionen € pro Jahr führen. Hinzu kämen weitere 70 Millionen € für die Anhebung der Grundschullehrer auf die Besoldungsstufe A13 und sowie nochmals 12 Millionen € für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wäre es da nicht viel besser und sinnvoller, diese 100 Millionen € pro Jahr in die angemessene Ausstattung der Schulen und die Renovierung der Schulgebäude zu investieren? Angesichts des traurigen Ist-Zustandes unserer Schulen halten wir es für unverantwortlich, 100 Millionen € für die Neugestaltung der Lehramtsstudiengänge auszugeben und hierdurch ein noch vergleichsweise gut funktionierendes System bei zudem ungewissen Auswirkungen abzuändern.
Viel besser wäre es, erst die Praxissemester-Evaluation abzuwarten und diese dann bei der Novellierung des Lehrkräftebildungsgesetzes zu berücksichtigen, wie es z.B. die Universität Gießen empfiehlt. Denn dringlich ist Ihr Gesetzentwurf sicherlich nicht. Neben diesen prozessualen Unzulänglichkeiten hat Ihr Gesetzentwurf auch handwerkliche Mängel. Das Gesetz enthält nämlich Regelungslücken, worauf vom Landeswohlfahrtsverband Hessen hingewiesen wird. Zitat: Es entfallen die geltenden Regelungen zu Noten, Punkten, Täuschungsversuchen und Nachprüfung. Zitat Ende. Ihr Gesetzentwurf wird letztlich nicht dazu beitragen, um für Hessen die so dringend benötigten Lehrerpersönlichkeiten in ausreichender Anzahl zu erhalten. Denn der Entwurf enthält weder angemessene Personalfilter noch attraktive Vergütungsmodelle. Ihr Gesetzentwurf stellt vielmehr einen ineffektiven Versuch dar, um ohne Notwendigkeit verursachte gesellschaftlichen Verwerfungen in vermeintlich kontrollierbare Bahnen zurückführen zu können. Was unser Bundesland tatsächlich benötigt, sind von ihren Eltern gut erzogene, leistungsbereite und leistungsfähige deutsche Schüler in ausreichender Anzahl, meine Damen und Herren. Diese Landeskinder sollten es uns wert sein, um in einem klar strukturierten und übersichtlichen Bildungssystem mit zentralen Prüfungen von Lehrerpersönlichkeiten zu reifen, Menschen geformt zu werden. Liebe Kollegen von der SPD, nehmen Sie bitte den fachlich fundierten Rat der verschiedenen Hochschulen und sonstigen Institutionen an und ziehen Ihre Gesetzesnovelle umgehend zurück. Ihrem Entwurf entströmt an vielen Stellen der Mief der DDR. Lassen Sie uns demgegenüber die Freiheit atmen. Und dies gilt insbesondere für die Gestaltung der Lehrkräfteausbildung, welche die Basis für unsere Fachkräfte von morgen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Abg. Dr. Grobe. Das Wort hat die Frau Abg. Ines Claus, CDU-Fraktion. Ines, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe SPD, ich beginne mal mit der Einigkeit. Ja, auch wir wollen die Lehrkräftebildung modernisieren. Deswegen haben wir das ja auch schon in unseren Koalitionsvertrag geschrieben. Liest man aber jetzt den Gesetzentwurf der SPD, wird schnell klar, dass er sich deutlich von unseren Grundvorstellungen unterscheidet. Das war es jetzt also schon wieder mit der Einigkeit. Denn nur weil man etwas modern machen will, ist es nicht gleich in dem Sinne, wie Sie es wollen, besser oder novelliert. Denn Modernisierung bedeutet, sich an der Gegenwart zu orientieren, den Problemen gerecht zu werden und dann in die Zukunft zu übertragen. Und dieser Aufgabe kommt Ihr Gesetzentwurf nicht nach. Was ist denn dafür eigentlich erforderlich? Für uns steht fest, dass sich die Lehrerausbildung nach wie vor an den Schülern zu orientieren hat. Für uns steht ebenso fest, dass alle Schüler gleich viel wert sind, aber sie sind ebenfalls nicht gleich. Und falls Sie das bestreiten, kann ich Ihnen sagen, das sage ich Ihnen als dreifache Mutter, das bingelt schon morgens am Frühstückstisch. Deswegen steht für uns ebenso fest, wir wollen weiterhin alle Kinder und Jugendlichen individuell fördern und fordern. Und wir bleiben auch bei der Schulvielfalt und sind gegen die Einheitsschule. Moment. Schulvielfalt entsteht mit der Vielfalt auch an Lehrern. Und diese müssen ihre Qualifikation auf die Bedürfnisse der Schüler anpassen. Denn Qualität entsteht im Klassenzimmer. Kernfrage in der Lehrerbildung ist also, woher wir die Lehrkräfte bekommen, die ein solches individuelles und begabungsgerechtes Lehren ermöglichen. In unseren Vorstellungen wird der Lehrerberuf und vor allem die Lehrerausbildung attraktiv gestaltet, sodass mehr Menschen die Entscheidung treffen, Lehrer zu werden und Lehrer zu bleiben. Und diesem Bestreben wird Ihr Entwurf nicht gerecht. Unsere Ablehnung gründet deswegen auf vier Punkte. Bei der Lehrerausbildung fordert die SPD die Erweiterung der Studienzeit auf 10 Semester. Dabei ist aber festzustellen, dass das Lehramtsstudium mit Referendariat schon zu einem der längsten universitären Ausbildungen gehört.
Die Ausbildung würde also alles andere als attraktiv, wenn man sie noch verlängert. Sie setzen mit den 10 Semestern auf eine längere Verlängerung des Theorieteils. Wir sagen, am besten gelernt wird an der Schule. Eine praxisnahe Ausweitung soll nicht durch eine Verlängerung der Gesamtstudiendauer erfüllt werden. Unsere Modernisierung fordert die Praxisorientierung im Studium weiter zu stärken. Dabei sollen den Studierenden in der ersten Hälfte des Studiums eigene Unterrichtsversuche ermöglicht werden. Ziel ist es, dass die Studierenden frühzeitig erkennen, ob der Beruf des Lehrers überhaupt etwas für sie ist. Und das nicht erst im Referendariat. Insoweit lassen Sie die Möglichkeit der Evaluierung liegen. Und wenn Sie jetzt das heute nachfügen, dass wir in 5 Tagen ja einfach schauen können, hätten Sie uns, glaube ich, vorgeworfen, dass es völlig respektlos ist. Aber an dieser Stelle sagen wir, Sie lassen die Ergebnisse liegen und nutzen sie jetzt nur für eine Begründung der 3. Lesung. Zudem haben Sie eben das Beispiel des Arztes gewählt in der praxisnahen Ausbildung. Ich nehme es auch gerne mal auf und sage, zum Thema individuelle Ausbildung, würden Sie sich von einem Augenarzt den Blinddarm operieren lassen? Ich nicht, ich nicht. Insoweit sind individuelle Ausbildung und passgenaue Ausbildung wichtig. Wir bekennen uns dazu in der schulformbezogenen Lehrerausbildung. Denn so wie die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich sind, so sind es auch die potenziellen Lehrer. Der eine Lehrer sieht seine Erfüllung eher in der pädagogischen und erzieherischen Erstenswissensvermittlung an den kleinen Kindern, während der andere sich auf die Jugendlichen spezialisiert. Dem wird die Forderung der SPD nach einer Gleichschaltung der Lehramtsstudiengänge einfach nicht gerecht. In aller Deutlichkeit, ein Kind bedarf einer anderen Wissensvermittlung als ein Jugendlicher. Es mag vielleicht möglich sein, dass man sich praktische Eigenschaften anderer Berufsgruppen aneignet, aber in irgendeinen Teilbereichen leidet dann die Spezifizierung. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass eine Einheitslehrkraft, die alles kann, von der Grundschule bis zum Gymnasium, wohl die sagenumwobene eierlegende Wollmilchsau ist. Und lassen Sie mich zufügen, wer alles können soll, der kann nichts gut. Deswegen halten wir an dieser Stelle auch eine Umstellung auf die Bachelor- und Masterstruktur für nicht passend. Die mit den Bologna-Reformen eingeführten Studienstrukturen bringen viel zu wenig Bezug für den späteren Beruf mit sich. Gerade bei den sogenannten MINT-Fächern, bei denen großer Lehrermangel besteht, läuft man mit Wettbewerb mit der Wirtschaft. Und dass dort ins wissenschaftliche Studium gewechselt wird. Gerade dann, wenn man es versäumt, eben mit einer frühen Praxisorientierung für die Arbeit in unseren Schulen zu werben. Und Herr Degen, noch einmal zu Ihnen. Sie haben gesagt, die SPD wolle Schluss machen mit dem Missstand, dass aus purer Not tausende Laien als Lehrkräfte eingesetzt werden müssen. Und heute Morgen in der Debatte haben Sie die Quereinsteiger auch noch mit einer Folge House of Cards verglichen. Da würde ich Ihnen sagen, da hätte Francis Underwood doch geantwortet, und da zitiere ich den mal aus Staffel 1, Episode 11. Ein kluger Mann hat einmal zu mir gesagt, Spekulationen sind ein Armutszeugnis für Politiker. Wieso verlassen Sie sich nicht auf Fakten? Deswegen lassen wir sehen die Quereinsteiger. Jetzt beruhigen Sie sich doch, das würde Francis auch nicht gefallen. Ja, das gebe ich Ihnen sofort. Wir halten die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für eine Bereicherung an unseren Schulen. Und dafür brauchen wir passgenaue Fortbildung. Denn bei Ihrem Lehrerbildungsgesetz bleibt mir nur zu sagen, dass das zunehmende außer Acht lassen des Fachwissens doch da zu einer Gleichschaltung führt und dadurch nur Laien produziert werden. Deswegen, weil Sie sich so aufgeregt haben, mache ich es noch einmal kurz, bevor Sie noch einmal nachfragen müssen. Wir wollen die Weiterentwicklung aller 3 Phasen der Lehrerbildung und halten die Fortbildung der Lehrkräfte als eines der wichtigsten Instrumente zur Qualitätssicherung. Deswegen will die schwarz-grüne Koalition zu diesem Zweck das schulische Fortbildungsbudget erhöhen
um an den Schulen nachhaltig unterstützen und das Personal entlasten zu können. Zweitens. Wir bekennen uns zur schulvorbezogenen Ausbildung. Unterschiedliche Schwerpunkte für unterschiedliche Lehrämter. Und drittens. Wir sagen ein Dankeschön an alle Lehrerinnen und Lehrer. Sie leisten täglich durch ihren Einsatz an unseren Schulen einen wichtigen Beitrag für unsere Kinder und für unsere Gesellschaft. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Qualität von Schule und Unterricht entsteht im Klassenzimmer durch gut ausgebildete Lehrer. Dieser Qualität wird der Gesetzentwurf der SPD nicht gerecht. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Abg. Kula, Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, man muss jetzt schon noch einmal an die Adresse von rechts außen noch einmal etwas sagen. Ich glaube, wir können festhalten, dass alle hessischen Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Glauben gleich viel wert sind und als Menschen mit ihren Talenten und ihrem Charakter in dem Bildungssystem in Hessen gefördert gehören. Aber Ihr völkisches Bildungsverständnis, das Sie hier heute schon mehrfach dargelegt haben, braucht hier wirklich niemand. Niemand. Wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen der SPD, die diesen Gesetzentwurf auf den Tisch gebracht haben. Es ist symptomatisch, dass die Oppositionsfraktionen hier die Arbeit erledigen, die eigentlich im Kultusministerium erledigt werden müsste. Das Lehrerbildungsgesetz hätte schon letzte Legislaturperiode novelliert werden müssen. Die Anforderungen sind so hoch und so heterogen ausgeprägt an unsere Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, dass sie längst in dem Gesetz hätten verankert werden müssen. Nun sind wir aber in der neuen Legislaturperiode, und wieder ist die Opposition schneller. Gut, dass wir jetzt eine Diskussionsgrundlage haben, meine Damen und Herren. Dies ist ja die zweite Lesung des Gesetzes, und es wird noch eine dritte geben. Deswegen will ich mich hier eigentlich nur auf ein paar zentrale Punkte konzentrieren. In der Anhörung gab es eine relativ breite Diskussion um eine mögliche Umstellung von Staatsexamen auf Bachelor-Masterstudiengänge. Das hat der Herr Degen ja gerade noch einmal angesprochen. Auch wir als linke Fraktion sind uns unsicher, ob die Stufung der Lehramtsstudiengänge, die erhofften Verbesserungen in der Reduzierung der Abbrecherquote, die Erhöhung der Mobilität zwischen den Bundesländern oder der Polyvalenz mit sich bringt. Wenn der Bachelorabschluss so gestaltet werden soll, dass Studierende danach die Möglichkeit haben, auf ein fachwissenschaftliches Studium umzusteigen, dann wird es tatsächlich schwierig sein, die pädagogischen Qualifikationen dort unterzubringen. Deswegen wird es mit einer solchen Umstellung wahrscheinlich keine relevanten Möglichkeiten für Studierende geben, nach einem Lehramtsbachelor in ein außerschulisches pädagogisches Arbeitsfeld zu wechseln. Und wir wissen doch auch aus anderen gestuften Studiengängen, dass diese Abschlüsse weder für mehr innereuropäische Mobilität noch für bessere Studienbedingungen gesorgt haben. Vielmehr kommt bei vielen Studierenden nun neben ihren Sorgen um Studienfinanzierung, Vereinbarkeit von Familie und Studium und Studienort nahem Wohnraum noch die Angst hinzu, nach dem Bachelor keinen Masterplatz zu bekommen, entweder weil einfach keine Plätze mehr frei sind oder aber weil der NC nicht ausreicht. Deswegen fehlt uns in diesem Gesetzentwurf vor allem das Recht auf einen Masterplatz, denn ohne ein solches ist es fraglich, ob die Umstellung wirklich dazu dienlich ist, dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Schließlich brauchen wir auch gut ausgebildete Fachkräfte an den Schulen. Deswegen haben wir in Sachen der Stufung der Studiengänge noch einige Fragezeichen. Ein zweiter großer Kritikpunkt aus der Anhörung ist die angedachte Strukturierung der Praxisphase. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass es eine dritte Lesung geben wird, sodass wir uns da auch auf die Evaluation beziehen können. Anstelle einer erneuten Erprobung einer verlängerten Praxisphase erscheint es aber sinnvoller, zum einen das Orientierungspraktikum zu streichen und zum anderen den Universitäten einen größeren Spielraum in der Ausgestaltung zu überlassen und lediglich die Dauer der Praxisphasen im Lehrerbildungsgesetz zu regeln. Auch die Ressourcen, die Universitäten und Schulen für eine verlängerte Praxisphase aufbringen müssten, werden zu ermitteln sein. Auf jeden Fall wäre es zielführend, die Evaluation der Modellversuche abzuwarten, um anschließend diesen Teil dieses Gesetzes zu modernisieren. Generell gilt es aber festzuhalten, dass eine Reform der Praxisphase dringend notwendig ist, da die aktuelle Situation für alle Beteiligten, gelinde gesagt, nicht zufriedenstellend ist. Viele andere Vorschläge des Gesetzentwurfs begrüßen wir aber ausdrücklich.
Vor allem die Anpassung der Studiendauer für alle Lehramtsstudiengänge wäre eine deutliche Verbesserung. Schließlich sind in den letzten Jahren viele Herausforderungen auf Lehrkräfte hinzugekommen, über die wir auch schon oft diskutiert haben. Digitalisierung, Inklusion, Integration und eine vielfältiger werdende Gesellschaft. Es ist richtig und wichtig, auch diesen Themen inhaltlich im Studium Platz zu verschaffen. Um eine Verlängerung der Studiendauer für das Grundschullehramt ist dringend notwendig, da dies der letzte argumentative Notnagel der Landesregierung ist, um eine Bezahlung nach A13 auch für die vielen Grundschullehrerinnen und vor allen Dingen Lehrerinnen zu verhindern. Auch das im Gesetz vorgesehene Recht auf Fort- und Weiterbildung sowie ein angemessener Etat dafür ist zu begrüßen und im Grunde längst überfällig. Es ist doch ein Witz, dass pro Lehrerin und Lehrer gerade einmal 40 € Fortbildungsgelder im Jahr zur Verfügung stehen. Die Anforderungen sind derart heterogen, immer mehr muss dokumentiert werden, Ganztagsschulkonzepte müssen pädagogisch gestaltet werden, und der Frontalunterricht soll durch fächerübergreifende Projektarbeit abgelöst werden und so weiter und so fort. Und die meisten Anforderungen müssen sich Lehrkräfte in Hessen immer noch selbst beibringen. Das wird ganz selbstverständlich von Ihnen, Herr Lorz, vorausgesetzt. So geht es aber nicht. Gibt es eine Fürsorgepflicht von Ihrer Seite. Und daher unterstützen wir diesen Punkt des Gesetzentwurfs ausdrücklich. Wir sind gespannt, mit welchen Argumenten Schwarz-Grün ohne Bindestrich nach der im Großen und Ganzen positiven Rückmeldung aus der Anhörung auf diesen Gesetzentwurf reagieren wird. Fest steht, Herr Lorz, Sie sind jetzt am Zug. Wachen Sie aus dem Dornröschenschlaf auf und modernisieren Sie endlich die hessische Lehrerbildung. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abg. Dr. Büge, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, bei einem sind wir uns einig. Wir brauchen qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer an hessischen Schulen. Wir brauchen sie in einer ausreichenden Zahl. Wir sind in einer Situation, in der wir durchaus Lehrermangel haben. Und der Schlüssel, ein Schlüssel dazu, diesen Mangel zu überwinden, ist eine zeitgemäße, eine gute Lehrerausbildung. Deswegen muss hier etwas geschehen. Ich hoffe, darüber sind wir uns einig. Und dann hat sich in den letzten Jahren an den hessischen Schulen, insgesamt auch in der Gesellschaft, einiges geändert. Ich denke Punkte wie Inklusion, größere Heterogenität unserer Klassen. Wir haben mehr Ganztagsschulen und auch, und es wurde auch schon erwähnt, und ich möchte extra darauf hinweisen, das große Thema Digitalisierung, wie man damit umgeht, wie man klug neue Medien, neue Konzepte einbringt in den Unterricht. Das ist doch etwas, was sich in den letzten Jahren ganz verstärkt ergeben haben und was natürlich auch einfließen muss in die Lehrerbildung. Deswegen sehen wir, die gesamte Welt um uns herum ändert sich. Wann ändert sich endlich hier die Lehrerausbildung? Und nun schauen wir auf die Zeitskala, und dann merken wir, Schwarz-Grün kommt schlicht nicht voran. Da war in der gesamten 19. Periode nur Ankündigungen, dass man etwas tun wolle, konjunktiv wolle. Dann wurde im KPA gesagt, zeitnah gäbe es nun einen Entwurf, was auch immer bei dieser Koalition zeitnah bedeutet. Und dann, Frau Claus, zitieren Sie so nett aus dem Koalitionsvertrag. Wir haben einmal nachgeschaut. Da steht drin, Mitte der Wahlperiode. Das wäre jetzt in 2 Jahren. Das haben wir so ein halbes Jahr begonnen. Also, wenn das für diese Koalition zeitnah ist, wenn man das zu Beginn der 19. anfangen will und dann 7,5 Jahre später vielleicht einmal zu einem Entwurf kommt, ich glaube, in Zeiten von Digitalisierung, da ist wirklich alles zeitmäßig drüber weggelaufen. Und deswegen, Frau Claus, Sie haben so nett gesagt, man muss sich an der Gegenwart orientieren und für die Zukunft übertragen. Ja, aber nicht die Gegenwart vor 7,5 Jahren. Und ich frage schlicht, wenn Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind, wofür ich Sie beglückwünsche, warum handeln Sie nicht danach? Ich hoffe, es wird endlich passieren. Und meine Damen und Herren, und deswegen, Herr Degen, vielen Dank. Die SPD hat vom Grundsatz recht, da muss etwas passieren. Und das ist insoweit richtig. Und der Entwurf erhält viele wichtige Ansätze, erhält auch viele Fragen, die man definitiv diskutieren muss. Und einer, und ein Punkt, den wir schon in früheren Zeiten kritisch gesehen haben und über dessen Evaluation wir auch sehr froh sind, ist der Bereich des Praxissemesters.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie haben so schön, Herr Degen, das Beispiel des Arztes genommen, den man ja auch nicht zu früh auf den Patienten loslässt, um da vielleicht falsch herum zu doktern. Und ich glaube, hier geht es auch darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und bei diesem richtigen Zeitpunkt sind wir uns auch nicht sicher, ob der sehr frühe Zeitpunkt, den man wählt, wirklich der richtige und der angemessene ist. Und wir haben ja auch schon Rückmeldungen aus den Hochschulen bekommen, dass wir ja durchaus Änderungsbedarf sehen. Denn es nutzt ja, da sollten wir uns doch einig sein, weder dem angehenden Lehrer noch den Schülerinnen und Schülern, auf denen man die loslässt, wenn man hier einfach die Menschen oder diese jungen Menschen zu früh in diese Situation bringt. Es muss der angemessene Zeitraum sein, und den müssen wir uns schlicht ansehen. Und die Anhörung hat dazu gezeigt, und dann komme ich zum Zeitplan, dass die Endevaluation noch aussteht. Und an dieser Stelle, und die Hochschulen haben auch darum gebeten, genau diesen abzuwarten. Und an dieser Stelle denke ich, diesem Ansinnen, dem sollten wir auch nachkommen. Und vor dem Hintergrund, dass jetzt die dritte Lesung beantragt ist, schauen wir mal, ob bis dahin die Endevaluation vorliegt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt darüber entscheiden müssen. Denn über so einen Punkt zu entscheiden vor einer Endevaluation, das wäre es uns nicht möglich gewesen, dementsprechend zuzustimmen. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit, darüber nachzudenken und zu schauen, was entsprechend aus der Endevaluation kommt. Insoweit warten wir mit Interesse die weitere Entwicklung an und werden die wie immer konstruktiv und kritisch begleiten. Aber, meine Damen und Herren, in Richtung der Koalition noch ein Punkt. Frau Klaus, Sie haben ja sehr viele Punkte in Ihrer Rede genannt, auch sehr viele bemerkenswerte Punkte, auch Punkte, über die wir sehr gerne diskutieren wollen. Aber ich frage mich an der Stelle, warum kommen solche wichtigen Punkte nicht in Form eines Gesetzentwurfs? Sie stellen hier, Sie wollen das zumindest, eine Mehrheit darstellen, dann müssen Sie auch mit dieser Mehrheit Gesetzentwürfe einbringen und Punkte einbringen. Und dann reicht es nicht aus, das nur in einer Rede hier vom Pult aus zu machen. Und genau das erwarten wir nämlich. Und ich denke, das dürfen wir erwarten. Und wir erwarten insbesondere, und so habe ich auch Herr Schwarz, auch Sie im Ausschuss verstanden, zeitnah nach der Endevaluation, und zeitnah heißt jetzt in unserem Verständnis nicht zwei Jahre, sondern wirklich zeitnah, einen Entwurf. Und wir erwarten darin Konzepte, wie wirklich das Praxissemester weiterentwickelt werden kann, auch Hinweise zum Zeitpunkt. Wir erwarten auch Antworten. Wie gesagt, Frau Klaus hat ein paar Indikatoren gegeben. Wir schauen mal, ob das auch wirklich nachher in dem Entwurf drinsteht, wie es mit den bildungsgangorientierten Studiengängen weitergeht, die wir auch für durchaus wesentlich halten. Wir erwarten Antworten, wie wir mit dem Thema Bologna-Prozess verfahren wollen. Das ist ein hochkomplexes Thema, das sollte man sich sehr im Detail ansehen. Das hat viele unterschiedliche Varianten, das ist nicht schwarz-weiß, deswegen da müssen wir wirklich hineinsehen. Und natürlich auch Antworten, auch das hatten Sie erwähnt, Frau Klaus, zur dritten Phase, also Aus- und Weiterbildung, wie das gestaltet werden soll. Aber wie gesagt, wirklich in einem Entwurf, den wir auch gerne hätten. Und mein Gefühl ist an dieser Stelle, mein Gefühl ist, dass das Kernproblem ist, dass sich die Koalition, und deswegen wartet man ja hier schon im sechsten Jahr, nicht einig ist. Aber wissen Sie, wenn Sie eine Regierungsmehrheit darstellen wollen, dann müssen Sie auch die Einigkeit herstellen und uns etwas vorlegen. Denn sonst sind die Leidtragenden die Studierenden, es sind die Leidtragenden die Lehrerinnen und Lehrer, es sind unsere Schulen, denen neue Lehrer fehlen, und es sind nicht zuletzt die Schülerinnen und Schüler. Und das darf es nicht sein. Denn, meine Damen und Herren, mein Gefühl wirklich, die Klammer dieser Koalition, die ist offenkundig nicht die gemeinsame Programmatik, sonst wären Sie ja schon längst, hätten das schon längst vorlegen können, sondern die ist der Machterhalt. Das aber, meine Damen und Herren, das ist bedeutend zu wenig. Hier hat Hessen deutlich mehr verdient. Das gilt für die Lehrerausbildung, aber nicht nur für Sie, das gilt für Ihre gesamte Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Büge. Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch bei diesem Tagesordnungspunkt muss man feststellen, dass Lautstärke und Polemisierungsversuche der Opposition im krassen Widerspruch zur inhaltlichen Tiefe der Argumentation stehen. Ich will Ihnen das einmal am letzten Redebeitrag deutlich machen. Da sagt Herr Dr. Büger,
Ja, man muss erst einmal abwarten, bis das Evaluationsergebnis da ist. Ich lobe da den Kollegen Degen, das jetzt heute noch nicht abschließend beraten wird. Wirft uns aber vor, dass wir noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Also, Sie müssten da schon einmal überlegen, ob Sie das eine Argument oder das andere nehmen, weil beide laufen total gegeneinander. Und man kann irgendwie nicht fordern, erst muss evaluiert werden, dann Gesetz, und dann im zweiten Atemzug sagen, wieso ist noch kein Gesetz da. Das ist logisch nicht schlüssig, was Sie da vorgelegt haben. Und auch, dass dann eben gesagt wird, die Arbeit erledigt die Opposition, Frau Kollegin Kuhler. Also, Sie haben heute Morgen es fertiggebracht, Ihre eigene Studie nicht richtig zu zitieren, wo Sie gesagt haben, wir bräuchten 26.000 Stellen mehr, obwohl in der Studie der Ersatzbedarf ist bis 2030. Also, ich glaube, wenn Sie dort ein bisschen mehr sozusagen tatsächlich Fleiß in die Debatte einbringen wollten, dann würden Sie uns sagen, das ist unsere Vorstellung, das ist das, was wir erreichen wollen, anstatt hier andere zu kritisieren, bloß weil sie eine ordentliche Vorbereitung machen. Und, Herr Kollege Degen, Sie haben mit dem Gesetzentwurf der SPD tatsächlich den Versuch unternommen, mal etwas Eigenes auf den Weg zu bringen. Das will ich anerkennen, weil Sie das an dieser Stelle unterscheidet. Allerdings muss ich auch feststellen, dass Sie, ja, ich will nicht sagen, abgeschrieben haben, aber dass da doch bei einigen Punkten, die Sie dort in Ihrem Gesetzentwurf aufgenommen haben, es gewisse Ähnlichkeiten gibt zu dem, was CDU und GRÜNE im Koalitionsvertrag bereits im letzten Herbst vereinbart haben. Wir haben bereits im letzten Herbst vereinbart und der Öffentlichkeit verkündet, dass wir die Modernisierung des Lehrerbildungsgesetzes als prioritäres Gesetzesvorhaben im Schulbereich in dieser Legislaturperiode vorhaben. Dabei wollen wir die Bereiche Ganztag, Digitalisierung, Inklusion, Multiprofessionalität und die Zusammenarbeit von Studienseminaren mit Universitäten und anderen Orten der Lehrerbildung vorantreiben wollen. Das ist richtig. Und es bleibt auch richtig, selbst wenn die SPD das jetzt vertritt. Aber nur weil sie Elemente unseres Programms kopieren, heißt das nicht, dass der vorgelegte Gesetzentwurf qualitativ hochwertig ist. Und wir haben in der Zwischenzeit ein Anhörungsverfahren durchgeführt. Dabei, das will ich auch sagen, war durchaus informativ. Sind wir GRÜNE durchaus bestärkt worden, dass der Gesetzentwurf so nicht tauglich ist. Ich möchte daher auf zwei Punkte besonders eingehen. Ein Kernpunkt Ihres Gesetzentwurfs ist ja die Umstellung auf Bachelor und Master. Und dafür haben Sie das Kernargument genommen, die Polyvalenz. Nun habe ich ja bereits in der ersten Lesung vertreten, dass so ein Bachelor, den Sie dort einführen wollen, insofern schon nicht zielführend ist, weil er nicht berufsbefähigend ist. Aber die Anhörung hat jetzt auch noch herausgearbeitet, dass dieser Bachelor auch nicht den Übergang in irgendeinen anderen Master ermöglicht, sondern dass damit nur der Übergang in einen Lehramtsmaster möglich ist. Und von daher ist das Argument, was Sie heute wieder gebracht haben, dass damit der Querwechsel von der Fachwissenschaft ins Lehramt möglich sein soll, ist einfach unzutreffend. Und die Anzuhörende, Frau Prof. Dr. Wozinski, hat das auch ganz deutlich in der Anhörung ausgeführt. Ich möchte Ihnen das noch einmal zur Kenntnis geben. So wie man an vielen Orten Bachelor und Master definiert, macht man einen Bachelorabschluss. Nach dem Bachelorabschluss kann man sich dann entscheiden, ob man den Master im Lehramtsstudium oder den Master im Fach macht. Das ist aber in gewisser Weise eine Mogelpackung. Wenn man das Bachelorstudium wirklich mit Fachdidaktik und Bildungswissenschaften auffüllt, dann fehlt einem für das Master im Fach viel zu viel, als dass es jemals eine Akkreditierungsagentur akkreditieren würde. Wenn man wirklich einen polyvalenten Bachelor in dem Sinne meint, dass ich mich danach entscheiden kann, ob ich Lehrer werde oder ins Fachstudium gehe und maximal 30 Credits nachstudieren muss, dann muss ich im Bachelor ganz viel Fach sein. Sonst funktioniert es nicht. Sehr geehrter Herr Kollege Degen, das zeigt doch ganz deutlich, dass der polyvalente Bachelor, den Sie hier uns verkaufen wollen, dass es den nicht geben kann, sondern das, was Sie vorhaben, eben eine Mogelpackung ist, um Frau Prof. Wozinski zu zitieren. Und von daher sage ich, dass ein Kernargument Ihres Gesetzentwurfs für diese weitreichende Studienstrukturreform ins Leere geht. Von daher sage ich, ich glaube, dass wir in der Lehrerbildung eher Evolution brauchen statt Revolution. Und von daher glaube ich, sollten Sie die Zeit bis zur dritten Lesung dafür verwenden, an dieser Stelle noch einmal nachzuschärfen. Insgesamt
wundere ich mich über Ihre Begeisterung für die Bologna-Reform. In der Hochschulpolitik ist das nicht immer ganz so groß gewesen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die die Abgeordnete Angela Dorn vor 10 Jahren zum Thema 10 Jahre Bologna gemacht hat. Da war jetzt, sage ich mal, die Begeisterung für die Bologna-Reform nicht so groß gewesen. Und von daher wundert mich das, dass Sie das da jetzt sozusagen die Heilsversprechen, die alt von Bologna ausgingen, jetzt für das Lehramtsstudium hier noch einmal darlegen. Ich glaube, dass an dieser Stelle tatsächlich eher Vorsicht walten lassen sollte. Ich glaube, dass wir, wenn wir über Studiengänge reden, dann sollten wir darauf hinwirken, dass tatsächlich da eine Berufsbefähigung da ist. Und von daher bin ich mir nicht sicher, ob das, was Sie hier als Gesetzesantrag auf den Weg gebracht haben, ob das so zielführend ist. Ein weiterer großer Punkt in der Anhörung war in der Tat die Frage der Evaluation des Praxissemesters. Für uns Grüne ist vollkommen klar, wir wollen eine Praxisphase zum Beginn des Studiums, wo wir eben etwas in Richtung Eignungsabklärung leisten können. Und wir wollen eine längere Praxisphase in der zweiten Studienhälfte, wo es dann um Theorie-Praxistransfer geht und Professionalisierung. Aber wir legen einen Gesetzentwurf erst dann vor, wenn der Modellversuch Praxissemester ausgewertet worden ist. Und ich hatte mir jetzt herausgeschrieben, was die Anzuhörenden dazu gesagt haben. Sie sind darauf eingegangen, deswegen schenke ich mir das. Aber jetzt dann irgendwie sich hier hinzustellen, zu sagen, ich fordere die dritte Lesung, obwohl es Ihr Gesetzentwurf ist, wo Sie mit so viele Lesungen machen wollen, wie Sie möchten, da müssen Sie hier nicht fordern. Ich würde mal sagen, eine Entschuldigung gegenüber denjenigen, die Sie vor den Kopf gestoßen haben, wäre etwas angemessener gewesen. Von daher nehmen wir das mal so hin. Ich glaube, dass an dieser Stelle es eine richtige Entscheidung ist, erst einmal die Evaluation abzuwarten. Für uns Grüne, und damit komme ich auch zum Schluss, ist die Lehrerbildung, das Lehrer- und Bildungsgesetz das prioritäre Gesetzesvorhaben in dieser Wahlperiode. Das werden wir mit Sorgfalt vorbereiten und dann einen Gesetzentwurf hier zum Plenum einbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Kultusminister. Bitte sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bereits im Rahmen der ersten Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs habe ich betont, dass eine Reform der Lehrkräfteausbildung dringend notwendig ist. Im Koalitionsvertrag ist auch nachzulesen, in welchem zeitlichen Kontext das entsprechende Novellierungsvorhaben auf den Weg gebracht werden soll. Dass Sie als Opposition nun mit einem eigenen Vorschlag vorgeprescht sind, entspringt, das habe ich Ihnen letztes Mal schon ins Stammbuch geschrieben, ausschließlich politischem Kalkül, taktisch absolut nachvollziehbar, aber genau deswegen auch ohne weitere Bedeutung. Herr Kollege Degen, Sie geben vor, im Interesse der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Lehrkräfte und der zukünftigen Arbeitgeber nicht mehr warten zu wollen. Der SPD wäre aber gut geraten, genau dies zu tun. Das hat die Anhörung Ihres Gesetzentwurfs im Kulturpolitischen Ausschuss klar gezeigt. Denn gerade die zentralen Kernelemente Ihres Vorschlags, also die Implementierung einer verbindlich längeren Praxisphase schon jetzt und die Aufgabe des Staatsexamensstudiengangs zugunsten einer gestuften Studienstruktur in Bachelor-Masterform, kamen unter den Expertinnen und Experten keineswegs gut weg. Dabei gab und gibt es, das will ich gerne zugestehen, durchaus eine ganze Reihe Schnittmengen für Konsens. Konsens unter den Hochschulen war z.B. eindeutig, dass man zur Konstruktion einer längeren Praxisphase im Studium zunächst einmal die wissenschaftliche Evaluation der Pilotversuche abwarten muss. Vor der Veröffentlichung dieser wissenschaftlichen Ergebnisse jetzt schon zu wissen, wie ein Praxissemester aussehen soll, entbehrt grundsätzlich jeder wissenschaftlichen Evidenz. Eine substanzierte Novelle muss in diesem zentralen Punkt zwingend die umfassenden Evaluationsergebnisse berücksichtigen. Ich habe sehr wohl zugehört, Herr Kollege Degen, dass Sie sagen, na ja, das kommt ja dann, das können wir dann noch in die dritte Lesung einbeziehen. Das finde ich auch schon aller Ehren wert. Nur ich frage mich ehrlich gesagt schon ein bisschen, wie stellen Sie sich diese Evaluation vor? Ich meine, das ist doch, wird doch nicht eine Seite, die man irgendwie so mal zur Kenntnis nimmt, schnell noch in die dritte Lesung reinschiebt, weil sich daraus auch eine ganz klare Empfehlung oder Positionierung ergibt. Das wird doch ein umfassender Bericht, den müssen wir mal auswerten.
Den müssen wir mal vertieft miteinander und auch natürlich mit den davon Betroffenen diskutieren. Das ist auch nichts, wo wir jetzt sozusagen in der Evaluation uns von wissenschaftlicher Seite vorgegeben wird, so und so habt ihr das zu machen, und dann müssen wir das nur noch irgendwie ins Gesetz reinschreiben, sondern das ist doch eigentlich der Auftakt dann für einen politischen Diskussionsprozess. Also das findet mit Sicherheit jetzt auf die Schnelle in der dritten Lesung dieses Gesetzentwurfs keinen Platz mehr. Aber wenn das das Einzige wäre, könnte man ja vielleicht noch darüber reden. Nur die Probleme liegen ja noch an anderer Stelle. Und das hat die Anhörung im Kulturpolitischen Ausschuss auch gezeigt. Vor allem geht es dabei natürlich um die Frage des gestuften Studiums in Bachelor-Master-Form. Und es ehrt Sie auch, dass Sie ja auch direkt selber zugegeben haben, ja, das war umstritten, aber Sie sind halt davon überzeugt, Sie halten daran fest. Wir sind nicht davon überzeugt. Dieses Studium in Bachelor-Master-Form führt nicht allein durch seine Studienorganisation zu einer besseren Qualität, und es steigert auch nicht zwangsläufig die Attraktivität des Studiums. Frau Prof. Wozinski von der Universität Kassel hat in der Anhörung eindrücklich darauf hingewiesen, dass sie im Gegenteil die Gefahr sieht, dabei in alte Muster zurückzufallen, nämlich in eine Form des Bachelorstudiums, die das Fach in den Fokus rückt, so wichtig wie das ist, und die fachdidaktischen Anteile nach hinten stellt. Und sie hat klar herausgearbeitet, das widerspricht allem, was Bildungswissenschaftler über gute Lehrerbildung sagen. Deswegen ist es auch ein Anliegen von ihr, dass das Studium weiterhin grundständig bleibt und Fach- und Fachdidaktik miteinander vernetzt. Wenn wir Lehrkräfteausbildung aus einem Guss wollen, wenn wir Kohärenz in der Lehrkräfteausbildung als Thema ernst nehmen, dann, das ist jedenfalls meine Überzeugung, da haben mich bislang noch keine Argumente von einem anderen überzeugen können, dann sollten wir eine Studienstruktur beibehalten, die grundständig auf die Verzahnung von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Inhalten angelegt ist und auf die dann nämlich auch, also auf diese Verzahnung im Vorbereitungsdienst aufgebaut werden kann. Mit der Idee, durch einen polyvalenten Bachelor die Attraktivität des Studiums erhöhen zu wollen, ich habe damit auch mal geliebäugelt, aber ich musste dann einsehen, damit kehrt man der originären Zielsetzung, nämlich der Professionalisierung von Lehrkräften für ihre Arbeit an den Schulen, den Rücken zu. Ich habe damit geliebäugelt im Kontext meines ursprünglichen Fachs, weil in der Juristerei gibt es dieselbe Diskussion. Also deswegen habe ich mich damit auch schon vor der Zeit als Kultusminister intensiv beschäftigt. Aber wie gesagt, auch Dinge, die auf den ersten Blick ganz nett aussehen, wenn man dann dahinter schaut und vor allem überlegt, was man dafür aufgeben müsste. Und das ist witzigerweise etwas, wo sich die Studiengänger, die anschließend an eine praktische Referendarausbildung anschließt, durchaus ähnlich sind. Dann kommt man doch sehr ins Grübeln, beziehungsweise dann kommt man zu dem Ergebnis, dass eigentlich dieser typische Ablauf der Staatsexamensstudiengänge, also Studium und dann einen praktischen Vorbereitungsdienst, ein ausgiebiges Referendariat, in dem die jungen Leute auf die Praxis vorbereitet werden, dass das im Ergebnis doch die bessere Alternative ist. Professionalisierung von Lehrkräften, meine Damen und Herren, braucht Vernetzung und nicht Trennung. So sieht es auch beispielsweise Herr Dr. Vogel von der Universität Marburg. Ich zitiere mal bewusst die Universitätsvertreter aus der Anhörung, weil die Universitäten ja normalerweise eigentlich die sind, die am ehesten hinter der Stufung des Studiengänge nach Bachelor und Master her sind, weil es das für sie einfacher machen würde, weil sie dann sozusagen nach Möglichkeit alle Studiengänge über den gleichen grundsätzlichen organisatorischen Leisten schlagen könnten. Und trotzdem bekommen wir eben auch die kritischen Stimmen aus den Universitäten. Herr Dr. Vogel zum Beispiel hat gesagt, durch die Bachelor-Master-Konstruktion, wie Sie sie vorschlagen, gibt es mehr Begrenzungen als Spielräume, insbesondere was den Zuschnitt der fachdidaktischen, fachwissenschaftlichen und bildungswissenschaftlichen Inhalte in ihrer Gleichzeitigkeit angeht. Was aber ist die Alternative? Da zitiere ich jetzt noch einmal Frau Prof. Wozinski. Wenn man auf der anderen Seite das Bachelorstudium wirklich mit Fachdidaktik und Bildungswissenschaften auffüllt, dann fehlt einem im Master im Fach viel zu viel, als dass es jemals eine Akkreditierungsagentur akkreditieren würde. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, wie man das Konzept also dreht und wendet, eine konsistente Lösung für eine moderne Lehrkräfteausbildung bekommen wir durch diese Struktur und damit auch durch Ihren Gesetzesvorschlag nicht. Und auch wenn es mittlerweile sattsam bekannt sein dürfte, kann ich nicht anders, als es zu wiederholen, es kommt am Ende alles auf die Lehrkraft an. Um Lehrkräfte so auszubilden, dass sie für die Zukunft präpariert sind, hat recht wenig mit der grundsätzlichen Struktur der Ausbildung zu tun. Praxisphasen, auch das hat die Anhörung gezeigt, sind ein wichtiges Element für eine moderne Lehrkräfteausbildung und zielen gerade auf die Vernetzung von Wissen und Handeln von Lehrkräften ab. Deswegen müssen wir auf inhaltlicher Ebene diskutieren, wie die neuen Themen sinnvoll in diese Verzahnungsidee Eingang finden. Das ist einer der Aufträge, den wir uns als Regierungskoalition für das neue Lehrerbildungsgesetz gestellt haben. Strukturdebatten von der Art, wie sie dieser Gesetzentwurf aufbringt, führen uns an dieser Stelle allerdings kaum weiter.
Also schlage ich vor, lassen Sie uns diese fixe Bachelor-Master-Idee einfach beiseite legen und die Evaluation des Praxissemesters abwarten und auch vernünftig vornehmen. Danach bringen wir einen Gesetzentwurf der Landesregierung ein, und dann wird es genug Möglichkeiten geben, sich darüber in der Sache weiter auszutauschen. Für heute bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Debatte. Es ist dritte Lesung beantragt. Damit überweisen wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung an den Fachausschuss. Bevor wir in die Mittagspause eintreten, weise ich Sie noch darauf hin, dass jetzt der Landesmusikrat Hessen e.V. Ausstellung und Präsentation im Medienraum, in der Ausstellungshalle und in der Eingangshalle. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir machen weiter. 15 Uhr. So lange ist die Sitzung unterbrochen. Vielen Dank. Kommen Sie gut und gesund zurück. Juhu.